Tim und Klößchen stehen vor einer großen Herausforderung. Sie sollen ihr Internat bei einer Regatta vertreten, an der noch das städtische Gymnasium teilnimmt. Dem Team mit dem schnellsten selbstgebauten Boot winkt ein toller Preis. Ein Trip in die Karibik. Von dort stammt auch Tebu Roro, der zurzeit das Internat besucht. Na, wie weit seid ihr mit eurem Boot? Wir haben den Sieg so gut wie in der Tasche. Jetzt zeigen wir dem städtischen Gymnasium, dass wir ernstzunehmende Gegner sind. Stellt euch nur vor, ihr gewinnt. Dann lernen wir deine Insel kennen, Tebu Roro. Dein Königreich. Wie aufregend. Hey, ich dachte immer, ich bin dein Prinz. Tja, Tim. Neben dem waschechten Thronfolger von Bahiti siehst sogar du blass aus. Eines Tages wird er die Regierungsgeschäfte seines Vaters übernehmen. Ich soll fortführen, was mein Vater begonnen hat. Er meint, ein modernes Volk müsse jeden Aberglauben aufgeben. Dabei sind wir alle mit den Geschichten von Voodoo-Puppen und Zauberbannen aufgewachsen. Mein Vater will keine Leichtgläubigen untertan. Darum begrüßt er unsere Idee zur Völkerverständigung und hat den ersten Preis gestiftet. Seitdem gibt es in den Schulen kein anderes Gesprächsthema. Sogar die Lehrer geraten ja in Schwärmen. Viele eurer Landsleute träumen vom einfachen Leben, wie es unsere Fischer führen. Und auf Bahiti ist das Wetter ideal, bis auf ein paar Wirbelstürme. Willst du einen Blick auf unser Boot werfen? Ein andermal. Ich bin mit meinem Onkel Tebu Titu verabredet. Er ist gestern eingetroffen und war beeindruckt, als ich ihm von TKKG erzählt habe. Es hat ihm die Sprache verschlagen, als er euch in der Zeitung gesehen hat. Grüß ihn von uns. Bis dann. Na, Tim, wollen wir Gabi und Karl mal zeigen, was wir vollbracht haben? Klaro! Ihr werdet Augen machen. Mit dem Boot werdet ihr allerdings baden gehen. Wie konnte das bloß geschehen? Das wüsste ich auch gern. Gestern Nachmittag war noch alles Paletti. Was immer passiert ist, es wirft uns ganz schön zurück. Lasst uns nachdenken, wer das getan haben kann. Das ist eine Hundsgemeinheit. Also, wer tut sowas? Die Konkurrenten vom städtischen Gymnasium. Den sollten wir einen Besuch abstatten. Aber ohne Beweise haben wir nichts in der Hand. Ob Hausmeister Wuchtig was gehört hat, er führt hier die Aufsicht. Auf jeden Fall müssen wir zusehen, dass wir den Schaden am Boot reparieren. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag von Tebu Roro. Oder wir holen uns Anregungen vom Völkerkundemuseum. Da läuft demnächst eine Karibik-Ausstellung. Mir ist alles recht, solange Tim nicht drängelt, der alte Sklaventreiber. Ich wollte, dass wir rasch fertig werden, damit mehr Zeit für Gavi bleibt. Ihr habt doch sowieso keinen Ort zum Händchen halten. Denkst du? Und jetzt lasst uns die Sabotage aufklären. Abgemacht? Abgemacht. 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 Oh weh. Finstere Machenschaften werfen ihre Schatten voraus. Zum Glück gibt es einen Lichtblick. Schließlich ist das ein Fall für TKKG. Mal sehen, ob mich hier etwas weiterbringt. Na, Tim? Wolltest du mir beim Aufräumen helfen? Dazu habe ich leider keine Zeit, Herr Wuchtig. Wir versuchen herauszufinden, wer hierfür verantwortlich ist. Nur zu. Ist ja auch eine Schweinerei. Das ist jetzt eine Menge Extraarbeit für Sie, oder, Herr Wuchtig? Ist Ihnen gestern Abend etwas Besonderes aufgefallen? Einen ziemlichen Krach hat es gegeben. Aber kaum war ich hier, war es still. Ich dachte mir, was soll's, waren wohl die Gymnasiasten von dem Mann. Beim Werkeln. Obwohl, bei denen brannte kein Licht. Was hat die denn hier zu suchen? Ich nehme die Puppe lieber mit.
Wer mag hier gestanden haben? Mindestens Größe 48. Wir sollten die Abdrücke irgendwie festhalten. So mag ich unser Internat. Stilecht mit wildem Ambiente. Mir ist, als müsste ich singen, so recht aus tiefer Lust, von wunderbaren Dingen, was niemand sonst bewusst. Sie müssen singen? Na, dann tun Sie sich mal keinen Zwang an, Herr Albertsen. Willi, hast du mich erschreckt? Dass ihr Jungs immer so rein und raus flitzen müsst, langsam kann ich Hausmeister Wuchtig verstehen. Hat sich Herr Wuchtig über uns beklagt? Na, ich hätte auch keine Lust, euch immer hinterher zu räumen. Du bist ja ganz schön ausgefuchst. Da hätte ich eigentlich selber drauf kommen können. Was willst du? Habe ich etwas verbrochen? Das kann man wohl sagen. Du hättest mir eher klar machen müssen, dass ein Fußbad die beste Abkühlung bringt. Die haben wir bei unserem Bootshaus gefunden und... Was ist? Nein, bitte! Ich kann diesen Anblick nicht ertragen! Tu sie fort! Glaubst du an Voodoo? Als ich klein war, ist ein Fischer in seinem Boot gestorben. Herzversagen, obwohl er jung und gesund war. Am nächsten Tag darauf wurde eine Voodoo-Puppe an Land gespült, die ihm ähnelte. Und in der Herzgegend steckte eine Nadel. Ob ich Oskar ins Museum mitnehmen darf? Na, vielleicht dehnen sie die Völkerverständigung ja auf Mensch-Tier-Verständigung aus. Aber, was geht hier vor? Oskar. Entschuldigen Sie, ich bin Gabi Glockner. Sehr erfreut. Ich bin Professor Bartleby. Was halten Sie vom städtischen Gymnasium? Sehr viel. Der Unterricht ist sehr anspruchsvoll. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin dort zur Schule gegangen und beinahe durchs Abi gerasselt. Der Prinz von Bahiti bekommt Angst, wenn er diese Puppe sieht. Handelt es sich um eine echte Voodoo-Puppe? Ist das dein Ernst? Nun ja, es ist eine Frage des Glaubens. Aber ob die Puppe tatsächlich aus Bahiti stammt, gute Frage. Lass die Puppe mal bei mir. Ich untersuche sie so, wie ich Zeit habe. Pfui, Oskar. Böser Hund. Ganz böser Hund. Ach, tut mir leid, Oskar. Hallo, Karl. Hast du's gut, so ganz allein? Im Internat hocken Tim und ich ständig aufeinander. Ich dachte, du teilst dir mit Tim ein Zimmer, weil es dir zu Hause zu langweilig ist. Gehst du beim Aufräumen streng wissenschaftlich vor? Methodisch, Klößchen, methodisch. Kann man mit meinem Notebook eigentlich auch digital fotografieren? Siehst du, du kennst dich mit deinen eigenen Sachen nicht aus. Reichen dir nicht die langweiligen Lehrfilme in der Schule? Die sind schlecht, aber es gibt auch spannende Wissenschaftssendungen.
Der Ort des Geschehens. Dabei macht er so einen friedlichen Eindruck. Wer immer hier stand, hat wohl durchs Fenster gesehen. Da lebt jemand auf großem Fuß, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Foto davon wäre gut. Mann, das Gerät spult schon wieder endlos. Das hat echt eine Macke. Tja, aufheben oder wegwerfen? Erst mal sehen, was sich alles auf den Bändern verbirgt. Gut, dass Willis Notebook Fotos macht, die sich abspeichern und jederzeit ausdrucken lassen. Das kommt uns sehr gelegen. So, das hätten wir abgespeichert. Oh Mann, was habe ich hier geschuftet? Und jetzt? Na, Herr Wuchtig, alles unter Kontrolle? Ich sage dir, man muss seine Augen überall haben. Diese Vandalen. Wem sagen Sie das? Wem könnten diese Fußspuren gehören? Eins nach dem anderen. Erst will ich Kehr ausmachen. Mein Vater wäre stolz auf mich gewesen, hätte er gewusst, dass ich auf das gleiche Internat käme wie er. Die Welt ruht still im Hafen, mein Liebchen, gute Nacht. Wann Wald und Berge schlafen, treu Liebe einsam wacht. Herr Albertsen, geben Sie jetzt auch Deutschunterricht? Wie? Ach du, Tim. Nein, ich bleibe bei Mathematik und Geometrie, aber ein wenig Allgemeinbildung kann nicht schaden. Hi, Tiburoro, ich grüße dich von Häuptling zu Häuptling. Hallo Tim, Albertsen hat mir von der Sabotage erzählt. Schlimm ist das. Allerdings, ich wünschte, wir hätten dir das Boot gezeigt, als es noch intakt war. Was wohl dein Vater zu diesem Vorfall sagen wird? Hast du gestern Abend jemanden beim Bootshaus gesehen? Wie sollte ich? Ich kann mich nicht entsinnen, gestern am Bootshaus gewesen zu sein. Jemand mit Voodoo Angst? Sag mal, ist dir nicht gut? Mein Onkel meint, ich soll besser auf mich Acht geben. Euer Klima macht mir zu schaffen. Was sagst du zu diesen Kloppern? Klopper? Das ist Ansichtssache. Du solltest mal die Spuren am Strand von Bahiti sehen. Dort gibt es nur solche Kaliber, von einigen Ausnahmen abgesehen. Nimm mich! Aber schließlich bin ich noch im Wachstum. Wem könnten diese Fußspuren gehören? Eins nach dem anderen. Erst will ich Kehr ausmachen. Wen haben Sie gestern Abend zuletzt hier gesehen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Herr Wuchtig? Das ist gut gemeint, aber spare deine Kräfte lieber für ein neues Boot auf. Du wirst sie noch brauchen.
Ach nee, die dickste Praline, seit es Schokolade gibt. Und es kommt gleich noch viel dicker, Freundchen. Habt ihr es nötig, die Konkurrenz mit blinder Zerstörung aus dem Weg zu räumen? Wann warst du das letzte Mal hier? Ich wüsste zwar nicht, was dich das angeht, aber ich war zuletzt gestern Nachmittag hier. Am Abend habe ich die ganze Zeit Physik gebüffelt, daheim. Was haben wir denn hier? Das ist Privatsache. Mach einen Abgang, Bursche. Schön brav, Oskar. Bei Fuß. Hey, Gabi. Gibst du Tim den Laufpass und kommst in meine starken Arme? Mensch, Erkan, lass dir mal ein paar neue Sprüche einfallen. Hey, sollte sich hinter deiner rauen Schale doch ein weicher Kern verbergen? Püppchen trifft Püppchen. Na toll. Schieb ab, Baby. Na, Tim? Ein bisschen Werksspionage betreiben? Kommt ihr mit eurem Boot nicht weiter, oder was? Du hast gut reden. Man sollte meinen, du kennst unser Problem. Was ist denn das? Hör auf, hier herumzuschnüffeln. Hasta la vista, Baby. Hi, Karlmann. Na, lässt sich dein toller Tim nicht mitwerken? Ich gehöre mehr zur denkenden Fraktion. Kann ich mir diese Puppe mal ausleihen, Erkan? Ich möchte sie mit einer anderen vergleichen. Von mir aus nimm sie mit. Ich hab sie bloß hier, damit sich niemand darüber lustig macht. Die Schmeichel fand sie gut. Aber ich hab ja auch geschickterweise euren Tibororo als Vorbild genommen. So eine Qualität hätte ich Erkan gar nicht zugetraut. Haben Sie auf Ihren Reisen auch... Was halten Sie vom städtischen Gymnasium? Haben Sie auf Ihren Reisen auch mal Fischer in Ihren Booten begleitet? Aber sicher. Vor allem in der Südsee, wo ich mich am meisten aufhalte. Hier hatte jemand Sehnsucht nach dir. Das merke ich. Aber sollten wir nicht weiter recherchieren? Ich habe ein schlechtes Gewissen, Karl und Klößchen die ganze Arbeit zu überlassen. Meinst du, die beiden sind sauer auf uns? Na, Oskar, die Abkühlung hast du dir verdient. Aber sei leise. Ich glaube, das sehen die hier nicht so gern. Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Den Schlager kenne ich doch. Furchtbar, wenn man einen Ohrwurm nicht mehr los wird. Wie gut kennen Sie Tibororo? Habe ich Sie nicht schon einmal bei uns im Internat gesehen? Wen? Mich? Ausgeschlossen, dort habe ich nichts verloren. Ich hoffe, du bist in einer rein schulischen Angelegenheit hier.
So stellen sich unsere Schüler Voodoo-Puppen vor. Nicht sehr dämonisch, was? Darüber bin ich ganz froh, denn echte Voodoo-Puppen müssen unheimlich gewesen sein. Wenn ich bedenke, dass eine ganz eigene Religion mit Voodoo-Priestern, Tieropfern und wilden Tänzen dahinter steckt. Gut, dass diese Zeiten auf Bahiti vorüber sind. Drollig. Eine Voodoo-Puppe mit Brille. Das könnte glatt Karl sein. Warum auch nicht? Eine der Puppen, die ich übrigens für die beste Arbeit halte, stammt von Erkan Rapid. Sehr begabt, auch wenn er eine extra Aufforderung braucht. Er hat seine Puppe aber mitgenommen. Wem könnten diese Fußspuren gehören? Eins nach dem anderen. Erst will ich Chaos machen. Hat dir jemand mit Voodoo Angst ein... Sag mal, ist dir nicht gut? Sag, hat dir jemand mit Voodoo Angst eingejagt? Nein, nein, an so etwas Schreckliches würde ich mich doch erinnern. Was wohl dein Vater zu diesem Vorfall... Hast du gestern Abend jemanden beim Bootshaus... Was wohl dein Vater zu diesem Vorfall sagen würde? Weiß nicht. Ich will ihn nicht unnötig aufregen. Hat dir jemand mit... Sag mal, ist dir nicht gut? Mein Onkel meint, ich soll besser auf mich Acht geben. Euer Klima macht mir zu schaffen. Na, wenn das mal nicht alles mehr Schein als Sein ist. Just you and nobody else but you. Na, da ist ja jemand gut drauf. Wenn man etwas hat, worauf man sich freuen kann? Also ich finde, dass meine Schüler im Rahmen der Bahiti-Projektwoche beachtliche Arbeiten abgegeben haben. Sie waren sehr kreativ. Du meine Güte, das bin ja ich. Ach, die da. Die stammt von einem Mädchen, das dir ähnlich sieht. Ich glaube, dass sie heimlich für einen Jungen schwärmt. Hauptsache, es ist keiner vom Internat. Haben sich ihre Schüler in letzter Zeit merkwürdig Worauf freuen sie sich denn so? Das verstehst du, wenn du erwachsen bist. Tja, hier wäre ich gelandet, wenn es nach dem Willen meines Vaters gegangen wäre. No rien de rien, no je ne regrette rien. Je ne regrette rien? Ich bereue nichts? Was bereuen Sie denn nicht? Ach, das war nur eins meiner Lieblingslieder. Angeblich kann man mit Voodoo-Puppen über Entfernung Leute beeinflussen. Am besten soll das funktionieren, wenn sich an ihnen etwas Persönliches befindet. Zum Beispiel ein Haar. Ich kann mir kaum vorstellen, dass auf Bahiti wirklich noch jemand daran glaubt.
Entweder spielt mir meine Fantasie einen Streich, oder ich erkenne in dieser hier tatsächlich Tim wieder. Sowas kommt vor. Nicht umsonst haben sich viele Gelehrte mit unseren Träumen und dem Unterbewusstsein auseinandergesetzt. Nettes Ambiente für ein städtisches Gymnasium. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Na, 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 na. Ich glaube, da müsste mal was geölt werden. Oh, hört man das bis nach draußen? Ich wünschte, wir würden bald eine neue Schneidemaschine bekommen. Leider sieht der Etat Anschaffungen für den Kunstunterricht zurzeit nicht vor. Das sind unsere Voodoo-Puppen, die wir im Rahmen der Projektwoche gebastelt haben. Die schönste wollen wir als Anerkennung dem Bruder des Regenten von Bahiti überreichen. Allerdings habe ich noch nicht herausbekommen, wo Tebo Tito abgestiegen ist. Komisch, diese Puppe sieht aus wie meine Freundin Gabi. Es wird sie doch niemand verhexen wollen? Das ist unwahrscheinlich. Aber es würde zeigen, wie bekannt und gefürchtet sie ist. Leise, Oskar. Oh, hier fehlen ja 4 Puppen. Tebo Tito ist mir zuvor gekommen und hat dem städtischen Gymnasium einen Besuch abgestattet. Leider konnte ich ihm Erkans Voodoo-Puppe nicht überreichen, aber er fand die 4 der anderen Puppen sehr gelungen. Die Schüler, die sie gebastelt haben, werden sich freuen, dass Tebo Tito ihre Kunstwerke besitzt. Wissen Sie, dass es einen Anschlag auf unser Boot vom Internat gegeben hat? Ich hoffe, es kommt keiner auf die Idee, unser Gymnasium könnte etwas damit zu tun haben. Wenn Neid im Spiel war, könntest du ebenso gut in den eigenen Reihen fragen. Wen haben Sie gestern Abend zuletzt hier gesehen? Mal überlegen. Ach ja, den kleinen Tebororo. Kurz nachdem ich den Krach im Bootshaus bemerkte. Er hatte wohl den Ausgangsschluss verpasst. Wenn Sie Tebororo am Tatort gesehen haben, müssten diese Fußspuren dann nicht von ihm stammen? Willi Sauerlich, das interessiert mich im Moment nicht. Erst wird hier alles rundherum in Ordnung gebracht. Sieh lieber nach, ob Herr Albertsen im Internat noch wie versprochen die Stellung hält. Okay, okay. Ich möchte Ihrem Ordnungssinn nicht im Wege stehen. Hat dir jemand mit Voodoo an... Sag mal, ist dir nicht gut? Mein Onkel meint, ich soll besser auf mich Acht geben. Euer Klima macht mir zu schaffen. Nun sieh sich das einer an. Oh, wir haben ganz die Zeit vergessen. Ich möchte auf keinen Fall stören. Wird das heute noch mal was? Es gibt Arbeit. Noch 5 Minuten, okay? Ach nee. Oh, musst du dich so anschleichen? Ein guter Detektiv tut, was er kann. Na, bis später dann. Diese Abdrücke stammen auf gar keinen Fall von Tebororo. Er hat viel kleinere Füße. Lass sehen. Ach, das sind die Spuren, die ich vom Fenster weggehakt habe. Mag sein, dass jemand ins Bootshaus geguckt hat, aber eingestiegen ist er dort nicht. Das Fenster ist unversehrt. Von mir aus könnt ihr noch ein wenig Detektiv spielen. Ich sehe mich derweil auf dem Holzplatz um, damit ihr Material für ein neues Boot habt. Das finde ich super. Vielen Dank. Wir können jede Hilfe gebrauchen.
Jetzt gehe ich sogar schon freiwillig in die Schule. TKKG sei Dank. Bahn frei, Gabi. Psst, Tebororo, erschrick nicht. Ich bin's, Gabi. Hi, wie bist du an Albertsen vorbeigekommen? Ganz einfach, weder er noch Wuchtig waren unten. Sag mal, kann es sein, dass du Schlafwandler bist? Manchmal schlafe ich schlecht und träume wild, aber das ist alles. Prost, Oskar. Freust du dich denn nicht, deine Heimat wiederzusehen? Nicht so, wie ich sollte, Gabi. Irgendetwas sagt mir, dass mit meiner Abreise ein Abschied für immer bevorsteht. Als Thronfolger habe ich ständig Angst, dass mein Vater zu früh abdankt. Prost, Oskar. Freust du dich denn nicht da? Wo können wir deinen Onkel finden? An meine Familie zu denken, macht mir das Herz schwer, Gabi. Dann wird mir bewusst, dass ich zu Hause viele Verpflichtungen habe. Entschuldige. Frau Venus, du frohe, so klingend und weich, in Morgenrots Lohe erblick ich dein Reich. Sowas. Mein Mathelehrer erteilt der Konkurrenz Nachhilfe. Das ist aber eine seltsame Art von Algebra. Poesie. Es geht um Poesie. Bitte bewahre Stillschweigen. Könnte Erkan sich mit dieser Puppe an Voodoo versucht haben? Ach, an sowas glaubt doch keiner wirklich. Herrgott, lernt ihr es denn nie? Unsere Projektwoche steht für Verständigung und Frieden. Und ihr misstraut und bekämpft euch gegenseitig. Stimmt. Daher schlage ich vor, du gehst mit gutem Beispiel voran und überreichst Erkans Puppe unserem Gast Tebo Tito. Dann sieht er, dass sich Internat und Gymnasium wenigstens einig sind, wenn es um Völkerverständigung geht. Na gut, spiele ich also Botschafter. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Das ist wunderschön. Selten hat man Internat und städtisches Gymnasium so glücklich vereint gesehen. Herr Albertsen ist... Er wollte nur... Du hast recht. Sag es nicht weiter. Ein schönes Plätzchen für Liebespaare. Wissen Sie, warum Tebororo befürchtet, sein Vater könne vorzeitig abdanken? Sein Onkel will ihn schonend darauf vorbereiten, dass König Tebo Tebo sehr krank ist. Darum wird uns Prinz Tebororo bald verlassen, egal ob die Regatta stattfindet. In dem Fall würde es mich mal interessieren, wer dann auf Bahiti die Regierungsgeschäfte übernimmt. Sommerpause? Na, kein Wunder. Wer will schon ins Museum bei dem Wetter? Guten Tag, junger Mann. Womit kann ich helfen? Ich bin Tim. Mein Internat soll gegen das städtische Gymnasium antreten. Mit selbstgebauten Karibikbooten. Das macht sicher Spaß. Können Sie mir einen Tipp geben, wie man ein besonders schnelles Fischerboot baut? Könnten Sie mir erklären, wie die Thronfolge auf Bahiti geregelt ist? Auf Bahiti folgt immer der älteste Sohn dem Vater auf dem Thron nach. Stirbt der König, wenn der Prinz noch nicht volljährig ist, übernimmt ein älterer Verwandter, zum Beispiel ein Bruder des Königs, die Regierungsgeschäfte.
Könnte Prinz Tebururu König von Bahiti werden, wenn sein Vater noch lebt? Wenn sein Vater zu krank zum Regieren ist und sein Onkel dem Prinzen zur Seite steht, durchaus. Prost, Oscar. Sollen wir uns bei deinem Onkel für dich einsetzen? Freust du dich denn nicht deiner... Sollen wir uns bei deinem Onkel für dich einsetzen? Ich will ja, dass die Regatta stattfindet und dass ich mit euch nach Bahiti fliege. Aber ich will danach weiter aufs Internat gehen. Mein Onkel ist im Hotel Royal abgestiegen. Zimmer 107. Oscar, du bist unverbesserlich. Ausgebucht. Wahrscheinlich tagt mal wieder ein Kongress. Tebotito ist in Zimmer 107 abgestiegen. Darf ich Sie kurz stören? Wer ruft und drängt sich in mein Licht? Wirk rasch oder weiche? Ich komme im Namen des städtischen Gymnasiums und des Internats und möchte Ihnen etwas überreichen. Ah, du bist Karl von TKKG. Ich sehe viele Pfade hinter deiner Stirn, sich kreuzende Wege. Einer führt von Frau Schmeichel zu mir. Ist das die versprochene Puppe? Ja. Gefällt sie Ihnen? Ich will ehrlich sein, Karl. Sie ist wunderschön. Ist dir schon einmal so ein Prachtexemplar untergekommen? Eine ähnliche Puppe, ja. Die Augen waren anders. Sie befindet sich bei Professor Bartleby vom Völkerkundemuseum, der sie gerade untersucht. Karl, du bist ein helles Köpfchen. Denn es war klug, zu mir zu kommen und könnte dein Leben für immer verändern. Euer aller Leben. Doch vorerst bitte ich dich zu gehen. Die Füße, sie sind einfach riesig. Tebotito ist unser Mann. Es war unheimlich, Leute. Tebotito ist mir nicht geheuer, obwohl er sehr angetan schien. Also war er derjenige, der die Fußabdrücke hinterlassen hat. Warum hat er unser Boot zerstört? Aber hat er das wirklich? Wenn sich alles um Voodoo-Zauber dreht, muss er nicht am Tatort sein. Vergesst doch den Quatsch mit der Zauberei, Jungs. Da ist anderes im Spiel. Na, hoffentlich. Aber worum geht es eigentlich? Wir sollen nicht an der Regatta teilnehmen. Erkan jedoch besteht auf unsere Teilnahme. Was geschieht, wenn wir starten? Wir gewinnen. Dann fahren wir nach Bahiti. Oder ihr verliert. Dann fährt Erkan mit seinen Freunden, wobei Tebororo am liebsten gar nicht zurück will. Klingt so, als wäre was faul im Staate Bahiti. Na und? Der Preis ist versprochene Sache. Lasst uns ein neues und besseres Boot bauen. Wir sollten Erkan vertrauen und er uns. Professor Bartleby kann jetzt bestimmt etwas über die Voodoo-Puppe sagen. Wir müssen Tebotito umstimmen. Er darf Tebururu nicht gegen seinen Willen nach Bahiti bringen. Aber lasst uns vorsichtig sein, hört ihr? Voodoo hin oder her. Oh
Oh, nettes Teil. Guten Tag, Professor Bartleby. Haben Sie sich die angebliche Voodoo-Puppe näher ansehen können? Ja, das habe ich. Die Verarbeitung entspricht durchaus älteren Funden im karibischen Raum. Allerdings, das gibt mir zu denken, ist diese recht neu und mit Menschenhaar gefüllt. Hier hast du sie zurück. Hey, Herr Wuchtig, Sie sind ja ein ganz Fleißiger. Handwerk hat goldenen Boden. Naja, zumindest einen blanken. Na du? Na du? Hast du nicht Lust, uns beim Bootsbau zu helfen? Hast du Heimweh? Dort kann ich den heiligen Ritualen folgen. Mein Onkel ist das Medium und meine tote Mutter spricht durch ihn. Aber davon darf mein Vater nichts wissen. Nochmal zu dieser Puppe. Lustige Kulleraugen hat die. Hä? Das ist ja gar nicht die Voodoo-Puppe, die unser Saboteur zurückgelassen hat. Ich glaub mich laus der Affe. Ein Boot! Herr Professor, Sie haben uns eine ganz andere Puppe zurückgegeben, als wir dagelassen hatten. Sie sieht aus wie jene, die wir Tebo Tito überreicht haben. Tebo Tito? Er hat mir einen Besuch abgestattet. Meine erste Begegnung mit einem Bahitianer. Ich erinnere mich, dass ich eure Puppe da schon untersucht und beiseite gelegt hatte. Tebo Tito erkundigte sich nur nach der Ausstellung und war gleich wieder fort. Vielleicht hat er die Puppen vertauscht. Wozu er sie wohl braucht? Stört Sie beim Meditieren nicht der Trubel draußen? Verstehen Sie sich auf Voodoo-Praktiken? Ich kenne die Geschichte meines Landes gut und weiß die Entscheidung des Königs zu achten. Mein kleines Manöver ist durchschaut. Ihr habt meine Prüfung mit Bravour bestanden. Ich wollte sehen, ob ihr Detektive wirklich so, wie sagt man, pfiffig seid. Behaltet die Puppe nun, da sich meine wieder angefunden hat. Mein Neffe hatte sie verloren. Tebo Tito ein Voodoo-Priester sein? Werden Sie bei der Regatta anwesend? Könnte Tebo Tito ein Voodoo-Priester sein? Ein Voodoo-Priester? Gibt es sowas denn noch? Ich glaube, einer war in dem Karibikführer abgebildet, den ich Herrn Albertson gegeben habe, um ihn auf den Geschmack zu bringen. Thank you.
elegant. Nanu? So allein? Edith musste wieder ins Gymnasium. Finden Sie es nicht merkwürdig, wie still Teboroho geworden ist? Wie sind Sie denn auf all die Dichter gekommen? Finden Sie es nicht merkwürdig, wie still Teboroho geworden ist? Ja, ich hoffe, da sind keine Drogen im Spiel. Das wäre schrecklich. Ist das Frau Schmeichels Reiseführer? Ja, der stammt von Edith. Dieses Foto eines Voodoo-Priesters, das ist doch Tebotito. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ihm nie persönlich begegnet. Nehmt den Reiseführer ruhig mit. Ihr werdet ihn brauchen, wenn ihr gewinnt und nach Bahiti fliegt. Danke. Ist das heiß. Hey, Gabi! Wechselst du zum Siegerteam über? Das Siegerteam ist immer noch TKKG. Freust du dich auf Bahiti? Warum sieht man nie deine Kameraden hier? Die haben nur ihre Mädchen im Kopf. Im Gegensatz zu mir. Ich kann mich ja beherrschen. Eine Kamera? Allerdings, ich dachte mir, wenn unser Boot auch drauf geht, weiß ich wenigstens, wem wir das zu verdanken haben. Haben Sie großen Einfluss auf Menschen? Werden Sie die Regatta persönlich eröffnen? Die Regatta? Tebururo wird in seiner Heimat gebraucht und ihr denkt nur an diese Regatta. Vergesst sie! Eure Konkurrenten sind doch sowieso die einzigen, die ein Boot zustande gebracht haben. Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen? Haben Sie großen Einfluss auf Menschen? Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen? Eure Heimat ist für unser Volk von großem Interesse. Und wir lernen rasch. Jeder in meiner Heimat wird bald Grundkenntnisse deiner Sprache besitzen, wenn die Wirtschaft floriert. Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch... Haben Sie großen Einfluss auf Menschen? Einfluss? Ich verstehe mich als Ratgeber. Tun wir das nicht alle? Tun das nicht alle guten Menschen? Würdest du nicht auch manchmal gern jemandem einen Rat erteilen? Denk an deine Freunde. An Tim. Denk an Tim. Würdest du ihm nicht gerne raten, etwas zurückzuschrauben? Weniger anzugeben? Weniger mit Gabi anzugeben? Mit seiner Freundin anzugeben, die deine Freundin sein könnte? Ich weiß, du hättest auch gern eine Freundin. Karl. Hätte gerne eine Freundin. Was tun Sie denn? Hört Tebururo in der Regel auf Sie? Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen? Hört Tebururo in der Regel auf Sie? Ich bin sein Onkel, sein Mentor, sein Seelsorger. Sein Wohl liegt mir am Herzen.
Sehen Sie die wirtschaftliche Zukunft Ihres Landes im Tourismus? Gibt es auf Bahiti eigentlich Hunde? Hunde, Katzen, Hühner, viele liebenswerte Tiere. Tiere, die nicht zu leiden brauchen, denn selbst wenn der Tod kommt, kommt er schnell. Niemand muss leiden, Gabi. Die Tiere nicht, du nicht, niemand. Nicht mal deine Freunde. Obwohl sie es manchmal verdient hätten. Es sind Jungs. Jungs gehören bestraft. Manchmal haben sie Strafe verdient. Deine Freunde sind Jungs. Deine Freunde haben Strafe verdient. Strafe verdient? Das ist mir zu viel. Verstehen Sie sich auf Voodoo-Praktiken? Stört Sie beim Meditieren nicht der Trubel draußen? Nein, ich habe gelernt, Ruhe zu bewahren, mich abzusondern, einen Schutzwall zu errichten, einen geistigen Wall. Du spürst meinen geistigen Wall. Ich spüre deinen fleischigen Wall, deinen fleischigen Schutzwall gegen die Welt, gegen die schnelle, flinke Welt, gegen schnelle Menschen, schnelle Freunde, deine neunmal klugen Freunde. Bewahre deine Ruhe, bewahre deinen Abstand. Bewahre Abstand. Aber das sind doch meine Freunde. Der Hitze werkeln. Na, ich danke. Du schon wieder. Warum bist du nicht drüben und siehst zu, dass euer Boot fertig wird? Es macht keinen Sinn, etwas zu bauen, wenn der Saboteur noch frei herumläuft. Wenigstens ist es am Wasser ein bisschen kühler. Was geht ab, Mann? Seid ihr mit eurem Boot endlich fertig, oder was? Keine Angst, wir kneifen nicht. Kann es sein, dass Tebororo Hilfe braucht? Waren Sie jemals bei unserem Bootshaus? Aber sicher. Tebororo hat mich herumgeführt. Hat er euch das nicht erzählt? Merkwürdig. Hallo, Herr Wuchtig. Danke, dass Sie uns helfen. Ehrensache. Was sagt denn unser Direktor zur Sabotage? Wissen Sie, dass Tebororos Onkel die Regatta absagen will? Was? Eine Unart ist das. Keine Sorge, Tim. Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen. Mist, jetzt läuft mir schon der Schweiß in die Augen. Na, wisst ihr von TKKG jetzt Bescheid? Nein, aber ich bin mir sicher, dass das Gymnasium nichts mit der Sabotage zu tun hat.
schau's dir an und preise euren Meister. Das Boot kann sich wirklich sehen lassen. Aber ein wenig Bescheidenheit würde euch noch besser stehen. Darf ich zum Abschluss ein Foto von eurem Boot machen? Jetzt, wo Tebo Tito die Regatta abgesagt hat und der Saboteur nicht einmal dir in die Falle gegangen ist. Was? Abgesagt? Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir machen weiter. Knipsen kannst du trotzdem. Mir ist egal, ob ihr bei uns abkupfert. Entscheidend ist sowieso, wie man sein Boot steuert. Haben Sie etwas gegen die Absetzung der Regatta unternehmen können? Wie versprochen. Ich habe die Direktoren, Lehrer und Schüler mobilisiert. Bald dürfte es Teborros Onkel schwerfallen, sich so einfach aus der Affäre zu ziehen. Erkan, sag bloß, der Saboteur hat wieder zugeschlagen. Wie du siehst, jetzt geht alles von vorn los. Mist, verdammter Mann. Wir hätten uns doch einen Plan machen sollen. Wer weiß, ob wir noch alles zusammenbekommen. Hast du die Sabotage auf Video? Allerdings. Halt dich fest. Es war Tebororo. Bei dem muss doch eine Schraube locker sein. Ist hier der Tathergang drauf? Oh ja, aber ich behalte die Kassette. Also Finger weg. Willst du deine Voodoo-Puppe zurückhaben? Ist Frau Schmeichel vertrauenswürdig? Willst du deine Voodoo-Puppe zurückhaben? Moment, ich denke, die hat jetzt dieser Tebo Tito. Kommt ja reichlich spät, deine Frage. Egal. Ich bin froh, wenn sie aus der Welt ist. Dein Beweismaterial nehme ich an. Das behalte ich lieber für mich. Komm, weg da. Willst du deine Voodoo-Puppe zurückhaben? Ist Frau Schmeichel vertrauenswürdig? Kein Plan. Hör mal, Erkan. Ich gebe dir einen Ausdruck von deiner Zombie zum Nachbauen. Und ich darf mir das Beweisvideo ansehen, okay? Geht klar. Aber der Handel geht nur zwischen uns beiden. Also ich nehme mir dann mal das Video, okay? Wie abgemacht, Alter. Ah, endlich allein. Bei dem Wetter geht mir so ziemlich jeder auf den Senkel. So, der Videorekorder ist wieder einsatzbereit. Donnerwetter. Wer hätte gedacht, dass sich unser Prinz so verausgaben würde? Oh nein, nicht schon wieder. Und jetzt? Was haben wir denn da? Das ist doch Tebo Tito mit der Voodoo-Puppe, die er sich von Professor Bartleby zurückgeholt hat. Der Prinz macht einfach nach, was er sieht. Thank you.
Waren Sie jemals bei unserem Bootshaus? Aber sicher. Tibururo hat mich herumgeführt. Hat er euch das nicht erzählt? Merkwürdig. Waren Sie jemals... Kann es sein, dass Tibururo Hilfe braucht? Jeder braucht mal Hilfe, Tim. Wie gut, dass es Menschen gibt wie mich und dich. Menschen, die beschützen. Die auf andere Acht geben. Ich gebe Acht. Du gibst Acht. Du gibst auf deine Gabi Acht. Gibst Acht, dass ihr niemand etwas tut. Dass niemand sie wegnimmt. Dir wegnimmt. Keiner nimmt sie dir weg. Karl nicht, Willi nicht, solange du auf deine Freunde Acht gibst, sie im Auge behältst, sie kontrollierst. Sie kontrollieren? Aber nein, nein! Was denn, unser Technikfreak kühlt sich per Hand ab? Der Ventilator hat seinen Geist aufgegeben. Puh, was für eine Hitze. Tebutito ist eindeutig ein Scharlatan, der sich für einen Voodoo-Priester hält. Zum Glück fallen wir nicht auf seine Hypnose-Tricks herein. Im Gegensatz zu Tebururo. Sein Onkel hat offenbar große Pläne mit ihm. Hoffentlich findet die Regatta statt, damit wir Gelegenheit bekommen, alles ins Reine zu bringen. Zeit wird's! Na, ganz schön blank. Hey, diese Abdrücke kommen mir doch bekannt vor. Sollte Tibururo Besuch von seinem Onkel haben? Wie ich's mir dachte, Tebutito. Sieh dir dein Ebenbild an, Tibururo. Es kommt mit mir. Nach Hause. Du kommst mit mir. Nach Bahiti. Es ist zu deinem Besten. Du wirst König werden. Die Puppe fügt sich ihrem Schicksal. Also wirst du dich deinem Schicksal fügen. Ja, Onkel. Hier gibt es ein weises Sprichwort. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Nur Gold ist eines Königs würdig. Drum schweig wie diese Puppe. Du wirst der König sein, der schweigt. Ich werde der König sein, der redet. Dann werden alle Untertanen dem Ruf des Voodoo-Priesters folgen und Smaragde fördern. So. Was geschieht jetzt? Was jetzt geschieht? Wir reisen sofort ab. Leider haben mich die Schulen wegen meiner Absage bestürmt. Nun gut, zukünftige Könige halten ihr Versprechen. Sollen die Gewinner der Regatta nach Bahiti kommen? Sie werden eine wunderbare Zeremonie erleben. Höchste Zeit, unser Boot zu bauen. Hausmeister Wuchtig und TKKG haben ganz schön vorgelegt. Kompliment. Aber noch muss alles richtig montiert werden. Bewege die einzelnen Elemente, indem du die Maustaste gedrückt hältst, und kombiniere sie sinnvoll. So kannst du Kanu, Ausleger und Segel richtig zusammensetzen. Versuch es so zu machen, wie du es dem Bauplan von TKKG entnehmen kannst. Doch nur, wenn du einen Tick klüger bist als die Gymnasiasten, wirst du sie bei der Regatta schlagen. Wenn du mit dem Boot zufrieden bist, klick auf die Trillerpfeife und mit etwas Geschick
lässt sich die Regatta gewinnen. Gutes Gelingen.
Das neue Boot scheint sogar noch mehr drauf zu haben als das alte. Mal sehen, wie es sich bei der Regatta behauptet. Liebe Schülerinnen und Schüler vom städtischen Gymnasium, nicht zu vergessen das Internat, sowie alle Lehrkörper und Besucher. Die Teilnehmer sind am Start und... Was sieht mir sehr gut aus für das Internat? Dem Adler dicht auf den Fersen. Gewonnen! Das Internat der Adler TKKG ist Sieger! Nein, diese Schande! Gratulation! Nach einem harten Stück Arbeit können TKKG sich eine Weile entspannt zurücklehnen, bis sie Bahiti erreichen und ihren Fall wieder aufnehmen. Gott, ist das schön. Ich kann es kaum erwarten, Tebururo wiederzusehen. Ich hoffe, wir sind wirklich willkommen. Und nicht nur geduldet. Wir brauchen vor Tebu Tito keine Angst zu haben. Er kann nicht zaubern. Aber er ist gut darin, andere auf seine Seite zu bringen. Nicht, dass er uns wegsperren lässt. Ach, nun verdirb uns nicht die Vorfreude, Karl. Schließlich sind wir zu einer Krönung eingeladen. Hört ihr? Wir setzen zur Landung an. Nachdem Tim, Karl, Klößchen und Gabi gelandet sind und eine Fähre sie nach Bahiti übergesetzt hat, ist keine Zeit zum Auspacken geblieben. Stattdessen haben die freundlichen Bahitianer unsere Freunde für den Festakt eingekleidet. Hochinteressant. Eine Krönung wollte ich schon immer mal live erleben. Ziemlich unheimlich, findet ihr nicht? Warum sagt denn keiner was? Warum Tebururo nichts sagt, könnt ihr euch denken. Ich wüsste zu gern, ob er aus freien Stücken dabei ist. Wohl kaum. Vielleicht empfängt er uns nach der Krönungsfeier. Ich hoffe, wir finden uns allein im Palast zurecht. Wir müssen ihn zum Sprechen bringen. Wenn uns sein Onkel überhaupt an Tebururo heranlässt. Im bahitianischen Palast ist es verdächtig still geworden. Auf leisen Sohlen machen sich unsere TKKG-Freunde auf, um Tebururo zu finden. Gut, dass wir uns als Gäste frei bewegen dürfen. Trotzdem, wir sollten nicht unangenehm auffallen. Tebu Tito soll sich ruhig in Sicherheit wiegen. Also lasst uns ahnungslose Touristen spielen. Klar. Haltet ein paar Schmeicheleien bereit. Wir können Tebu Tito nun mit seinen eigenen Waffen schlagen. Himmel! Was ist das? Ah! Entsetzlich! Das sind wir! Quatsch! Das sind diese Puppen. Jemand hat sich einen makaberen Scherz erlaubt. Jemand? Die Botschaft ist unmissverständlich. Wir sollen so bald wie möglich abreisen. Na also, Gefahr gebannt. Blick frei auf unsere Koffer. Oh nein, Klößchen. Deine dämliche Schokolade hat unseren Reiseführer verklebt. Den müssen wir jetzt hier lassen. Aber die Seite über Bahiti hast du doch schon aufgeschlagen, Karl. Wir machen ein Foto und schon tragen wir die Infos bei uns. Der bahitianische Kalender. Das Königreich Bahiti gewann am Neujahrstag des Jahres 1804 seine Unabhängigkeit zurück. Der erste Regent der neuen Ära, König Tebu Tatu, setzte ein Zeichen. Mit seiner neuen Zeitrechnung wurde aus dem Jahre 1804 das Jahr 1 im bahitianischen Kalender, der ansonsten unserem gleicht. Die kommt mit. Ein wenig Proviant kann nie schaden. Unser Klößchen. Unverbesserlich. Na los, Karl. Worauf wartest du? Mist, der Akku ist leer.
Haha, meine kleinen Freunde. Ich nehme an, die Zeremonie hat euch gefallen und wird euch nach eurer Abreise noch lange in Erinnerung bleiben. Sie war sehr schön. Einzigartig. Gut, dass Tebororo sie an seiner Seite hat. Ja, einen echten Voodoo-Priester. Das ist doch mal was. Sie werden dem Volk bestimmt Wohlstand bringen. So es in meiner Macht steht. Wie lange sind Sie eigentlich schon Voodoo-Priester? Seit dem 14. Oktober 1995. Den Tag, an dem ich Priester wurde, vergesse ich nie. Es ist das wichtigste Datum meines Lebens. Das sieht mir nach Voodoo aus. Es könnte Tebutitos Zimmer sein. Die Voodoo-Puppe, die Tebororo so sehr fürchtet. Um die Vitrine zu öffnen, muss man das Zahlenschloss knacken. Eine siebenstellige Nummer. Um mir die Ziffernfolge zu merken, hätte ich an Tebutitos Stelle mein Geburtsdatum genommen. Oder ein anderes wichtiges Ereignis. Wahnsinn! Wir haben richtig gerechnet. Das bahitianische Datum, an dem Tebutito Voodoo-Priester wurde. Das ist sie also. Und jetzt schnell raus hier. Tebuororo, hier steckst du also. Er glaubt noch immer nicht reden zu können. Sieh nur, was ich mache, Tebuororo. Ich gebe dir die Sprache wieder. Ich kann wieder reden. Wie geht es deinem Vater? Mein Onkel hat ihm absolute Ruhe verordnet. Also seid leise und bleibt auf eurem Zimmer, so wie ich. Cooles Teil, da juckt es einen richtig in den Fingern. Vorsicht! Wenn wir den schlagen, werden alle hellhörig. Solche Gongs gibt es überall im Palast. Vermutlich dienen sie als Alarmanlage. Ja, aber damit könnten wir Tebutito und seine Hufschranzen weglocken. Und wir hätten die Bahn frei. Jedenfalls sollten wir nicht voreilig handeln. Tebutebo schätzt den Rest der Welt, im Gegensatz zu seinem Bruder. Auweia! Tetao Taibi! Turbo, TKKG! Turbo! Puh, sie haben uns nicht gesehen. Aber sie suchen uns. Los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Luft ist rein, von ein bisschen Affenmief abgesehen. Karl! Nichts zu machen. Da habt ihr was ganz Feines. Voilà, der könnte uns nützlich sein. Ich ahne schon, wen wir dort unten finden. König Tebutebo. König Tebutebo? Verstehen Sie uns? Wir sind TKKG, Teburorus Freunde aus dem Internat. TKKG? Dem Himmel sei Dank. Mein eigener Bruder hält mich hier gefangen.
Er verabreicht mir Medikamente, die meinen Geist umnebeln. Schnell holt mich raus, damit ich zu meinem Sohn kann. Hurra! Dann sollten wir rasch zu Tebororo. Vater, bist du es wirklich? Du bist ja gar nicht krank. Tebororo, mein Junge. Dein Onkel ist ein Scharlatan. Er hat mich eingesperrt. Aber jetzt wird alles wieder gut. Hurra! TKKG konnten Tebo Tebo befreien und Tebororo überzeugen, dass der Voodoo-Bann ein fauler Zauber war. Der alte König ist der neue König und hat als rechtmäßiger Regent die gewohnte Ordnung wiederhergestellt. Mit einer Ausnahme. Tebo Tito dürfte ein für alle Mal Voodoo-Priester gewesen sein. Ihn erwartet die Verbannung. Von dieser Schande dürfte er sich nicht so schnell erholen. Hauptsache dir und deinem Vater geht's wieder gut. Der König ist tot. Es lebe der König. Klößchen. Aber so sagt man doch, im übertragenen Sinn. Und du, Tebororo, kehrst du mit uns aufs Internat zurück? Aber natürlich, Kinder. Das jüngste Erlebnis hat erneut gezeigt, wie wichtig es ist, aufgeschlossen zu sein und sich nichts vormachen zu lassen. Darum freut es mich, dass der Prinz euch Detektive als Freunde hat. Aber erst verbringen wir gemeinsam unsere Ferien auf Bahiti. Meine Freunde leben hoch! Hoch, hoch!